holding on till I get it all. And we all got dreams. So. Ich brauche mal Bilder. Jetzt hat sie. Wir haben das ein bisschen gebaut und haben da schon einiges freigeschaltet. Wir haben das beim letzten Mal das kurz gemacht mit der Phase 4. Die Phase 5 haben wir gebaut. Dann haben wir mal alles ein wenig umgebaut. Und zwar ist hier ein Notfallstrom. Das heißt, hier haben wir komplett übertaktet 16 Kohlekraftwerke. Das sind 3000 Energie plus 3000 Batterie dazu. Da hängen nur diese Kohlemine dran, diese Kohlemine dran. Brauchen wir dann eigentlich nur die da, weil das sind genau 600 Kohle. Und wenn ich mal schauen. Ja. Die da speist nur ein, wenn Überschuss ist und sonst läuft alles vier. Also ich sehe, wir müssen da unten noch mal was dranhängen. Weil das läuft sicher zu den Diamanten auf. Wir haben zwei Teilchenbeschleuniger mit Diamanten. Und muss man noch schauen, weil das hört nämlich da vorne auf. Theoretisch könnte man das da dazu fassen. Was könnte man da machen, ja. Dann wird das relativ schnell voll werden. Und die haben wir dann auf einen Prioritätsschalter gehängt. Stufe A. Das heißt, der kann sich sowieso selber versorgen mit Strom. So, was haben wir noch gemacht? Natürlich haben wir Phase 4 fertig gemacht. Und wir haben, also ich habe angefangen, alles abzudaten. Bahnhof und das haben wir jetzt mal schon gesehen, alles. Das ist Gummi, 30 mal Gummi. Normalerweise müsste jetzt alles grün sein. Theoretisch. Ja. Praktisch schaut es dann aber ein bisschen anders da aus. Nicht da, dass irgendwas voll ist oder weil eins oder zwei mehr produziert werden oder irgendwas geht ab. So wie der, der startet wieder und ist wieder fertig. Weil wir haben diesmal beschlossen, dass wir eben alles machen, nur für die Phasen. Wir machen kein Zentrallager und es funktioniert super. Es ist alles eingelagert hier in die Dimensionsdepot, weil im Endeffekt das Dimensionsdepot ist das einzige, was man eigentlich braucht zum Bauen, und alles andere wird direkt vor Ort produziert. Und in der Geschmicke, und der Rest wird geschreddert. Also wenn sobald irgendwas sein sollte, was überfüllt ist, so, weil das sicher alles voll oder ja, sag ich ja. Und es wird trotzdem weiterhin produziert. Der ist voll. Und da ist die Frage, ist er oben auch voll? Nein, oben ist er nicht voll. Da wird der Brennstoff für die Alien-Verstärker gebaut. Das heißt, wo das ist die Alien Matrix, glaube ich, heißt das, ne? Irgendwie so. Alien Energie Matrix wird da gebaut. Die ist natürlich bombvoll, klar, weil wir nämlich nur ein einziges, also wir produzieren hier sehr viel. Und zwar sind wir halt pro Minute. 5 E pro Minute brauchen wir. Wir könnten theoretisch 3 ansteuern. Und es wird eigentlich nur einer angesteuert. Es wird hier alles gebaut. Alles in Phase 5 wird hier gebaut.
immer nur ein Produkt in einer Menge. Weil wenn die Phase 5 abgeschlossen ist, brauchen wir das nicht mehr. Theoretisch müssten die Raketen auch fertig sein. Tja, locker. Dann nehmen wir gleich mit. Cool irgendwie, wie das bei leuchtet. In der Nacht schaut es echt extrem cool aus. Überhaupt mit den MK6-Bändern, die was auch in der Nacht leuchten. Wir haben hier drei Teilchenbeschleuniger bauen müssen, weil die dunkle Materie wird eigentlich hier erzeugt aus vier solchen Geräten, also 400 dunkle Materie wird erzeugt und über die zwei Teilchenbeschleuniger werden eben die dunkle Materie Kristalle erzeugt. Bis wir sie draufgekommen sind, oder bis ich mir draufgekommen bin, dass egal was man baut in der letzten Phase, man als Abfallprodukt die dunkle Materie kriegt. Egal was, überall ist die dunkle Materie Abfall. Jetzt haben wir aber schon so viel Abfall, dass wir drei Teilchenbeschleuniger aufschneiden müssen, komplett übertaktet, dass die 500, 1000, 1500 dunkle Materie entsorgen können. Das heißt, die produzieren das, wird hier zugefügt und automatisch geschreddert. Weil man das nicht braucht. Ja. Das meiste läuft 1 zu 1 eigentlich in den Schredder rein. Wie man sieht, haben wir schon wieder 128 Punkte. Das da, oder? Ist irgendein Phase 4 Teil, wo es wegläuft zum Schreddern. Ja. Wir haben jetzt 128, die haben wir auch wieder rein, oder? Wir haben. Was? Fick, also. Fick hier. Wir haben jetzt schon 1200. 1300 Marken. Also das heißt, man braucht, muss nicht extra bauen dafür, dass man die Marken kriegt, sondern einfach nur alles, was Überschuss ist, schreddern einfach. Mehr braucht man nicht machen. Wo wir ein Problem haben, ist, wie man da sieht, mit dem Aluminium. Aluminium ist echt ein Problem, das müssen wir dann ausbauen. Das ist das Einzige, was noch geht. Und Wasser. Wasser geht auch noch. Bevor wir jetzt das freischalten, zeige ich euch jetzt einmal unseren neuen Batterietower. Es wird nur der oberste wird mit der Alien Matrix, Energiematrix befüllt. Dann stellt sich das natürlich auf wie ein Krake und macht extrem viel Energie. Momentan produzieren wir fast 90.000 Energie nur über die Alien-Verstärker. Über die Energieverstärker. Der hat 30%, das bringt 29.000, was der macht. Nur die allein. Und die anderen, was rundherum sind, wir haben jetzt fast alle gesucht. Es dürften theoretisch keine Sommersluft mehr da sein. Wir haben da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 haben wir verbaut. Und 110 soll es anscheinend sein, also es dürften keine mehr da sein. Den Rest haben wir da in die Produktion reingesteckt, ein paar. Und ja. Es läuft. Ja, ich würde sagen, wir schalten jetzt die letzte Phase frei. Das Raumschiff ist schon gebaut. Jetzt besticken wir es. Surprisingly, here's another presentation, but don't worry, I have improved it. This last delivery will be the most important action you have ever taken. Perhaps you want to take a moment to contemplate the gravity of your achievements. Alright, that's enough. This is the end of the Save the Day program. All you need to do is wait for the automated Phase 5 construction to complete. Simply throw the lever and further instructions will be supplied when relevant.
So, jetzt machen wir eine Speicherung. Dann schickt man ab den. Phase 5 completed. Return to the space elevator after the resources have been processed and added to project assembly. Launch can then be initiated from there. While waiting, please do not break anything. Solve any issues immediately and efficiently. Ensure your power network is stable. Perhaps it's best if you do not touch anything at all. And stay close to the space elevator, this will only take a moment. Ölstand prüfen. Auto. Ist komisch, weil theoretisch war das jetzt 5 und das andere war 10, ja. So, Axis Gyrokops ausgleichen auf anschalten. Was? X-Achse? Ja. Was hat sich da oben jetzt gedacht? Nix. Ja, dann starten wir. Initiating project assembly. Assembly. Attaching cargo to main body.
Leveling inner and outer rings. Attaching propulsion to main body. Fuel lines connected. Attaching control center to main body. Running systems check. All systems online. Releasing propulsion cage. Releasing clamps. Running pre-launch checks and calculating flight path. Locking in cargo. Launch in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Fertig. So, und jetzt? Aber ist das nächste Schiff? Da bin ich mal gespannt, wenn ich das nächste DLC rausgehe, was dann dazu da ist. Was gibt es jetzt da unten noch zum Schauen? Wahrscheinlich nichts mehr. Was ist jetzt? Connection with QAR-437 nucleus established and stable. Dispersion initiated. Reinstancing master nucleus to QAR-436 Akicha B1. Hello, this is Ada, your new local instance of Ada. On behalf of Ada, myself, and all of Fixit, I want to congratulate you on saving the day. Every single kitten and puppy would thank you if they could. You have proven yourself to be a worthwhile and productive member of the human race, and have contributed something to this universe that will forever change it. Thanks to your achievements, the next generation of pioneers can now take to the stars and construct, automate, explore and exploit, alongside me. Additionally, you have been promoted to local production manager, effective immediately.
Your duties to project assembly may be complete, but your duties to fix it remain. With your help, Fixit continues to make the universe a better place. Stay efficient. Stay with Fixit. Das war's, wir sind fertig. Okay. Jetzt die große Frage, was tun wir jetzt? Wir haben ionisierte Treibstofflager. Das Einzige, was wir noch nicht gebaut haben, ist Atomkraft. Da ist jetzt die Frage. Megabauwerk bauen oder? Weil jetzt wird alles gebaut, was wir brauchen. Wir könnten theoretisch hier noch zwei anschließen. Ah, mag ich auch nicht, weil wir haben Energie genug. Mehr ist wie genug, brauchen wir gar nicht. Lassen wir das mal fertig laufen, mal schauen, was dann passiert. Ob wir die Doggies haben uns gute Dienste geleistet. Muss man auch erwähnen. Muss mal gleich rein. So, wie lange geht das noch? Ja, wir könnten anfangen, einen Trophäenraum zu bauen, weil da braucht man einiges eigentlich. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, 1700 circa. Achso, Moment mal, haben wir da jetzt noch was gekriegt? Mir geht jetzt irgendwie noch was ab, und zwar das Fiction-Zeichen. Das Fiktiv-Zeichen. Oder haben wir das schon gekriegt? Ah, haben wir schon gekriegt. Oh. Irgendwas war da. Ich glaube, wenn man den. Schreddert. Ah, da haben wir auch nichts zum Schreddern. Dann kriegt man was. Bin mir jetzt nicht sicher.
Schauen wir mal. You are now the proud owner of the Employee of the Planet Cup, only available to Fix-It pioneers who saved the day. This cup was created after extensive research produced a substance that has the appearance of gold without actually being gold. It is almost certainly non-toxic. Note, you have been automatically enrolled in the Not Gold Toxicity Testing Program. The paint may be flammable. Please inform us if, when using this cup, you experience discomfort, poisoning, spontaneous combustion. Jetzt schauen wir mal, was man alles schreddern kann. Was man da alles kriegt. Da kriegt man mal was sehr Interessantes. Fix-It sees what you did there. How creative. Ja. I have also been creative. There is something extra special for you. Ah, da ist er, schau. Da ist er. Marvel of technology. It is truly the shape of the future. I will be sad if you do not use it and love it and tell any friends you make in the future all about it. The Fix-It Factory card navigates on Fix-It Foundation surfaces with extreme efficiency. Not intended for use on hazardous terrain, mildly hazardous terrain, reasonably safe terrain, or general terrain. Fix-It reserves the right to subtract damage to or loss on vehicle from your goldenen Fix-Wagen gekriegt. For more information about this bonus package, please visit our information booth in Earth, open on the first Tuesdays and Wednesdays of the month. Between 6:25 a.m. and 6:53 a.m. Ich möchte mal natürlich gleich mal ausprobieren, ne? Achso, Moment mal. Muss man den kaufen? Oder bauen? Cyberwagen. Der hat normalerweise eine Werkstatt dabei. Okay. Frage ist dies wo oder die? Da, Werkbank. Ah da, Werkbank. Genau. Er hat eine Werkbank dabei. Und Treibstoff ist, das passt eh. So, und jetzt die große Frage. Wo ist... Spezial. Hm? Wo wird der Wald? Oh, 290 Stock. Ah, genau, da war was. Wir haben ja auch einen Helm gefunden.
Da ist das Spiel drauf, Spiel starten, das will ich aber nicht. Ich glaube, das ist der Hermes, oder? Das sein? Der ist genial. So, wo kommen wir den Ding da? Probieren wir mal aus. So, was brauchen der Schmoren, oder? Hauptportal. Was braucht er zum Befliegen? Singularitätszellen. Perhaps now your progress won't be as slow. To ensure no further delays happen, I will give you some tips. A functional portal is two-way and requires one main and one satellite portal, each only connecting to the other. Establishing a portal connection will require input of singularity reactors, vast amounts of power, and some patience. Before you continue, you could still change the placement of that one. It seems suboptimal. So, Singularitätszellen. Moment mal, die haben wir eh. Ding drin, oder? Singular. Ja. So, jetzt verknüpfen wir den. Oh. 2 pro Minute. Puh. So war da ja. Aha, das heißt, man kann theoretisch mit den 2, was verknüpft sind, immer hin und her. Ja. Aber das ist schon teuer. 2 pro Minute. Strom braucht es nicht viel. Zwei pro Minuten.
Okay, wir machen 20 pro Minuten. Das war theoretisch eigentlich gar nicht mehr so blöd. Die Frage ist, bleibt das bei den 2 pro Minuten oder ist das, wenn man vielleicht jetzt einmal um mit zum Bahnhof. Im Endeffekt ist das auch eine schnelle Fortbewegungsmöglichkeit. Theoretisch, wenn man mit der Hyperloop beschleunigt, wenn man mit dem fliegt, hat man Zeit zum Kaffee drüber. Im Sommer zum Eis essen. Im Winter ein Punsch. Aber wir stellen hier, hoppala, wow. Wir stellen hier ein Satellitenportal auf. Verknüpfen das mit. Oh, jetzt ist die Frage, was für uns? Bist du? Ja, hier ist unser ionisiertes Wasser, ionisierter Treibstoff und die Aluminiumproduktion. Aluminiumbaren. Da kann man dabei mal schauen. Da. Stickstoff und Alu. Ja, das Alu ist ein bisschen zu wenig, da ich sagen. Mit Zwing. Produktbezweck. Okay, da ist ein Quarzsand, was abgeht. Aber wir haben die Alternativrezept, kennt man gerade, wo man kein Quarzsand braucht. Und weil das nicht so viel, was aber da frei ist. $360. 200.
Der braucht 4, 600. Wo kommt das her? Und so. Da haben wir zwei Bahnen mit 600. Ja, da ist er. Mal, was die macht oder die Mine. Tausendzweihundert. Holla. Das heißt, wir können Aluminium en masse machen. Und was macht die da? Ah, 1200. Aber da kann dann die Bahn nicht richtig gemacht, weil da unten sind nur 780er Beine da. Das heißt, da brauchen wir lauter 1200er, lauter MK6. So, dann kann man sagen, wir haben jetzt da 2-fache Produktion eigentlich. Okay, dann müssen wir da mit der Kohle auch noch schauen. Aber jetzt können wir da.
Weiß nicht, warum man da jetzt zwei den Tag gefahren ist, aber gut. So, der braucht 200, 400, 600. Ah, 1200. Der bringt 120. Eins, zwei, drei. Machen wir weiter so, wie er es gemacht hat. So, das ist ein bisschen komisch, dass er bis aufgefahren ist. Das ist überhaupt blöd da jetzt an das da. Schauen wir da überhaupt drauf da. Super. Weg. 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 Schon zu weit. Oder? Ach so. Auf jeder. So, dann müssen wir da. Einmal. Einmal. Dreimal. So, dann werden wir dann schauen, wie es ausschaut mit dem. Mit der Kohle dann auch noch. Einfügen, einfügen, einfügen. So, der Fall ist. Jetzt müssen wir da natürlich dann auch wieder die Wasser abführen.
So, was haben wir da? Einer fährt da, einer fährt da. Pass auf, wie viel können wir da aus? Da haben wir 360, 400. Das heißt, bei 3 hätten wir 1200. Das heißt, das läuft eh da. Da wird jetzt nichts ändern. Und die da machen wir ganz anders da. So, da gibt es nämlich ein einfaches Rezept. Ich glaube, das ist da drin, kann das sein? Ja, genau. So, wir machen jetzt dann auch wieder 1200. Das heißt, haben wir da. An 60 sind 10, sind 20 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aha, geh weiter. 17. 18. Ich glaube, wir haben verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passt. So, kopieren. Einfügen, einfügen, einfügen. Da haben wir einen Abstand drin gehabt. Passt. So, jetzt brauchen wir natürlich nur die Zuführung. So, natürlich brauchen wir auch Strom. Da setzen wir mal ein paar.
So, da man den nicht in Reihe setzen kann. Einfach nebeneinander verbinden, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum sie das nicht gemacht haben, dass man zumindest zwei Anschlüsse hat. Pro Gerät. Erstmal da das besser ausschauen, wenn nicht lauter Kabel herumhängen, oder? Na. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben. Da haben wir ein Upgrade rein. Was hat er denn da gemacht? Pass auf. Da fährt er hinter mir. Hä? Also, da fährt er da einer. Dann muss er da rum. So, dann fährt er da um. Dann fahren wir da hoch. So, von da. Das Ganze bringt nichts, wenn man es nicht richtig macht. Fahren wir wieder herüber. Und da fahren wir auf. Ah, dann haben wir es jetzt ein bisschen schwer. Zahntrick. So. Omi, omi, omi. Auf die. Oma. Wieder so eine Tour. Wieder zurück. Auf und um. So, jetzt sind alle angeschlossen. Jetzt kann er voll fliehen, wenn er mag. So, und das machen wir natürlich auch da. Weil der macht, glaube ich, der macht ein bisschen mehr, der macht 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der macht da schon mehr, als was er eigentlich machen. Das sind 600, das sind 720, das heißt, wir müssen mit einer zweiten Bahn 720. Wir fahren da um. Splitten das einmal. Einmal da rein. Und das zweite. So, daher. Da rein. So. Und jetzt hängen wir die alle da dran. Das dürfen dann theoretisch 60. Der von auch nochmal 600 sein, über 600.
So. Oh, da ist einer in den Anschluss wieder schaut, oder irgendwas ist da, ist da? Irgendwas hat es da, ja, siehste. Sonst sind alle. Die müssen sich noch entleeren. So, und jetzt müssen wir mit den 1200 Bundle, eventuell mit 2200er Bundle. Mal so, dann fahren wir direkt und drauf. So geht das nicht. Ach so, ich weiß schon. Na? Okay, muss ich erst dann sitzen. Wenn man das aus da, was ist, wenn man das aus aufsetzen? Schaut das besser aus? Ja, schaut besser aus. Ah, diesmal noch mit, oder? Feilen noch ein bisschen mit den Zeppen da. Okay. So, wie machen wir es da jetzt an? Das können wir weg. Oh, nein, nein, nein. Das können wir weg da. So, theoretisch kommt man da noch mit einem. Kommt man, ja, da kommt man noch. So. Kommen wir da noch mal mit einem rüber. Ich möchte nämlich schon unterirdisch, dass ein Band beide befüllt, weil sonst ist das ein wenig blöd. Weil es ein Band ein bisschen nicht ausgelastet, dann füllt er einen Container nicht an. Wenn man ein Band in den einen Container, dann das andere in den anderen Container, dann ist es ein bisschen blöd. Ja. Das wäre nicht gut.
So, da fahren wir ganz oben. So, da haben wir den da her. Ah, ist ein bisschen blöd. Da haben wir so gleich unter den rein, wenn es geht. So ist der so schräg eigentlich. Ist was. Hä? Kenne ich nicht. Aha. Mag er nicht ganz. Wie schaut's da aus? Passt. So, dann fahren wir da vier. Guck mal, ich schau da drunter, da hängen. Ah, dann ist das da. Schaut für Wicker da. So. Und jetzt fahren wir. Ah, das ist nicht so gut. Ach ja, na, genau, das schaut mir schon mal gut an. So, da müssen wir jetzt natürlich rein. Die fahren wir da her und dann da um. Und du hörst da auf. Und oben. Ah, das ist nicht so gut. So, dann mal die. Daher. Und da, mal schauen, ob sich das ausgeht überhaupt. Daher. Und die da mal weg. Eine da. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir es verdoppelt. Also mehr wie verdoppelt eigentlich die Produktion. Jetzt müsste eigentlich die zwei da mal so richtig voll rennen. Jo. Wieder mal gleich updaten. Na, da kommt zwar nicht so viel daher. Weil ich glaube, da sind nur 300 oder 400 oder was, aber
für die Zukunft einfach. Also Leitungen, Pipelines würde ich sowieso immer mit den Schlössen machen, egal ob es brauchst oder nicht. Weil für später nachher, wenn man es dann irgendwann braucht, muss man sowieso machen wie jetzt updaten, ne? Macht man es aber gleich so. Also. Oh, das Problem ist. Im Endeffekt reicht sie bis daher. Weil das wäre kaum noch mehr als 600 liefern da. Ja, aber wir müssen was schauen. Und zwar, wir brauchen ja Kohle. Was braucht der? Der war doch gerade. Okay. Kohle genug, Oxidlösung zu wenig. Warum? Der braucht Wasser. Wir haben jetzt. Wir hängen dran. 120, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 600, das sind 720. 720. Brauche da mal 1200. Ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1200. 720 kommen da daher. Das heißt, wir müssen theoretisch stehen, ja, da weg da. Dann da 4 fahren und da, da anschließen. Weil wir von der anderen Seite schon mit 720 gekommen. Dann brauchen wir 80, 480 brauchen wir jetzt nur vom Wasser. Aha. Die sind, na Blödsinn, 480. Das heißt, wir brauchen da nur einen. Ah, das ist ein bisschen blöd gemacht jetzt da. Mal da. Weg. Mal da. Ah, das ist bei den Beinen. Geht das? Ja. Hier. Kommen wir da daher. So, dann brauchen wir da 240 plus 240. Haben wir 480. So, jetzt müsste genug Wasser da sein. Da muss theoretisch die Pumpe getauscht werden. Da sind da eh alle angeschlossen. Ja. So, nochmal rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 720. Plus 80 sind 800, plus 4200. 1200 brauchen wir. So.
bauen wir da gleich noch mal ein bisschen mehr. Ja, ein paar Minuten. Da können wir schon wieder overtakten. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr dazu gefügt, aber das reicht jetzt eigentlich. Und das pendelt sich dann schon mit der Zeit ein. So, das haben wir geklärt. Jetzt ist noch zu klären, haben wir genug Kohle? Wir brauchen 120, 720 Kohle. Ah, da wird Kohle abzweigt da noch. Das ist natürlich schlecht. 720. Ist abgedatet. Was hat denn der da? Ah, der bloß das. So, 720. Und das ist die zweite. Aha, jetzt ein Dohi. Machen wir denn so? So, was haben wir denn da? 1K2, 1200. Ah, 1K3, und was ist das da? Jetzt haben wir da wohl 300. Das ist ein Fritzwenk. Jetzt nicht. So, was haben wir da für eine One? Sechshunderter. Okay. Theoretisch hätten wir die unterste und die da zusammenfassen können, weil es waren gerade 900. Ich fahre 1200.
Ich wollte schon 1200. 1200. Tausend 480, die darf man da grob machen. Das war, was war das für Bundle? Das war das da, oder? MK4. Genau, mehr darf das nicht werden. So, jetzt haben wir das dann nochmal weg von da. Dann machen wir da ein kleines. Ah, je, je. Und ein K4 her. Mehr darf er da nicht fahren, weil sonst ist da rennt die Kohle gar. Hoi. So, jetzt müsste es eigentlich theoretisch laufen. Wasser passt. Es passt da wieder nicht mehr. So, da hat er eh die Dinge gebaut, das ist auch gut, weil das muss laufen. Das heißt, Überschuss wird weggeleitet. War das gleiche. Überschuss wird weggeleitet. So, was man da kann, ist dort zu verbinden. Aha, was hat er für einen her da? Haben wir den weg da? Den auch. So, na, ist nicht gut. Haben wir so. Daher. Da fügen wir jetzt dann ein. So, da haben wir nichts und da haben wir Aluminiumschrott. So. Ah, das ist Black gemacht. Das ist gescheit Black gemacht. Da müsste man theoretisch. Na, was das ist, da mal wieder weg. Das auch da. Den bauen wir um. So, das passt eh da. Das bauen wir auch um. Quick. Und so. Genau. So. Ist voll mit Wasser. Warum ist da voll mit Wasser?
Der kann ich produzieren, wenn er voll ist mit Wasser. Ah, ich weiß schon warum. Machen wir den mal da her. So. Ah, ich weiß jetzt da warum. Ich meine, bin ich blöd. Das geht ja gar nicht, weil wir da mehr produzieren, als eigentlich die Leitung verkraften kann. Das heißt, wir müssen da für auch noch Leitung ziehen. Sonst kann das ja gar nicht gehen. Weil wir können ja gar maximum 600. Pro Leitung transportieren, wenn wir 720 haben, kann jetzt gerade das nicht ausgehen. Ne? Das kann sich nicht ausgehen. So, und auch hier brauchen wir Pimpi. In diese Richtung. So, und jetzt führen wir es ab. Die da mal weg. Ja, 6er, jetzt geht's weg. Kacke. 0, 0, das ist gehört. So, und wie schaut's da aus? Huchzke. Das fühlt sich auch nicht an. So, jetzt läuft der Vollgas. Könnte man eventuell ziemlich alles voll da, oder? 500. Da noch nicht, das wird noch. Da kommt man da noch einen intelligenten Splitter einbauen. Rechts Überschuss. Wie viel kann die eigentlich bedienen? Der kann 90 bedienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sind 900. Dann 1080 und der macht. Aus 80, das sehe ich ganz genau. Hm? Da haben wir aber so, dass wir da hinten zur Sicherheit, weil ich will nicht, dass was geschreddert wird, ich will, dass da gebaut wird. Und jetzt ist er bis daher voll. Den füllt jetzt da. So, jetzt ist der dann gleich voll. Und jetzt ist es dann irgendwie langsamer. Mal schauen, was der letzten anderen anfällt. Der produziert eh schon nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt einen 20 aufgestellt, das sind sowieso 1000, ist sowieso mehr. Das sind 1200, ich mache gerade 1080.
Das heißt, theoretisch könnte man den sogar weg oder den oder und den oder. Waren 120, einen zumindest, kommt mir, also wurscht, lass mal lieber, weil falls einmal mehr wird, lieber habe ich mehr Aluminium, als wie das, was schreddert. So, Quarz und ist auch genug da. Kann man auch updaten. Ich mag das aber nicht, weil das Problem ist, der da oben ist nicht, der Container ist priorisiert. Ja? Das heißt, die unterste hat immer mehr Priorität als wie oben. Das kann man auch dran anwenden, wie man will. Ja? Es gibt nur Probleme mit den Containern, mit der Priorisierung. Einfügen, ja, kein Timer nicht, kann man beide Seiten. Aber außerfahren ist immer besser auf ein Ding. Und wenn ich so schaue, ich brauche da 75 mal 10 sind 750, theoretisch kann ich das weg da. Das ist auch da, oder? Jetzt mal neu und wir fahren durch. Es ist. Jetzt, wo wir die 1200er Bänder haben, ist das kein Thema nicht. Brauchen wir das theoretisch nicht mehr. Das ist besser. Mal ist weg da. Ja. Und ist auch voll, ne? Das heißt, das ist kein Thema nicht. Das ist eher da das Thema, der Aluschrott, dass der nicht zwängt wird. Aus 90 kriege ich 60 außer und aus 60 bringe ich 30 außer. Das heißt, theoretisch hätte das da Priorität. Das machen wir jetzt auch. Aber wie schon gesagt, da haben wir 90, 900, 1000. Haben wir da her. So, wo ist einmal bis da? Einmal weg. Einmal weg. So, damit es mal ein bisschen schneller geht, so einen einfachen Trick, und zwar aus. 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 Und. Aus. Und. Aus. Und. Aus.
Tüdele. Ja, das ist super. Passt. Also die Wassereinstellung passt. Lass Mama es voll fahren. Es wird. So. Das sieht schon mal gut aus. Gleich machen wir da jetzt da.
So, jetzt wieder voll. Ein. Ein. Ah, jetzt wollen wir zum Schredder noch. Alles gut? Jo. Das ist alles gut. Wasser ist weg. Und das passt. Alles auch. Voll, fast. Perfekt. So, jetzt schauen wir noch drüben. Wie es beim Zug ausschaut und dann können wir zurück. Ja, dass es jetzt dann voll wird, ist jetzt fraglich, ob das überhaupt funktionieren wird. Weil das bringt er auch nicht mehr weg, und weil wir den Gummi wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil wir, ich selber produziere ja 2400 Polymerz. Und ob das dann noch weg geht, da ist fraglich, ja. Notfalls machen wir noch eine dritte Aluminium, falls das nicht weg geht, aber ich denke mal, in einem Waggon, glaube ich, gingen 2,5 oder 3 Reihen rein. Wenn man die 3 Reihen auch voll kriegt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, 1,5 pro Minuten müssen die voll kriegen, nicht ganz. Das heißt, wenn der Zug 3 Minuten weg ist, müssen sie es ausgehen. Polymer-Alu kommt. Das heißt, die Reihe müssen wir noch voll kriegen. Dann war eigentlich der Zug voll, wenn er aus der Leere kommt. Ja. Das kann auch sein, dass er nicht leer ist, dass er noch was mit hat. Ja, dann wird sowieso mit der Zeit dann voll nachher. Mit dem haben wir drüben die großen Container aufgestellt, dass sie das richtig auffüllen kann. Aber das glaube ich, wird sich nicht mehr ausgehen. Als erstes gibt der Stickstoff, da müssen wir jetzt einen kleinen trudeln. Ja, der kommt jetzt. Ah, da müsste das als nächstes kommen. Und der ist auch voll, weil dann waren die leer. Naja, geht es ja nicht ganz aus. Das Gute ist dies, dass sie während der befüllt wird, weil während der aufloppt, stehen die Bänder da. Kann er nicht einladen. Das heißt, der füllt da geschärst den Container da an. Deswegen ist immer wichtig, einen Container da freistellen, weil der kann jetzt weiterhin befüllt werden. Ja, und dann fährt er mit zwei Bändern gleichzeitig rein. Jetzt wird er gelaufen. Ah, oh, scheiße, jetzt kriegen wir sogar voll. Ah, hat komplett ausgeladen. Das heißt, der müsste jetzt theoretisch fast alles mitnehmen. So, jetzt wo er da ist, müsste er theoretisch
aufhört, genau. Das ist voll, jetzt befüllt er da herin das. Und dann fährt er mit zwei Bändern gleichzeitig rein. Er nimmt alles mit. Ist er voll? Nein, nicht ganz. Also vier kann auf ihn. Ist dieses mehr geworden? War das immer schon vier Reiner? Ah, jetzt ist er, hat er praktisch vor einen Dusch seine geschmissen. So, jetzt probieren wir unser neues Portal aus. So, wie viel braucht er jetzt für die Strecken, oder? Ah, 2 pro Minute, das wird nicht mehr. Das heißt, man könnte theoretisch auf mehrere Ebenen. Portal unten haben wir weg, dass das keine Irreführung hat, kann man das eigentlich beschriften, oder? Ja. So, 2 pro... Der ist eh voll. Der macht 20 pro Minute. Ja. Das wird euch auch nicht mehr braucht. Was bringen euch die Raketen, wenn man die schreddert? Die müssen eigentlich den höchsten Wert haben. Lassen wir mal 200 rein, mal schauen, was da passiert. Ob da dann gleich einmal richtig so Dubai rauf geht. Dann muss man das gestern noch wegführen da. Die tun wir da rein wieder. Mhm.
Na, schauen wir mal, was jetzt passiert. Fünfe, Simi, Neini, Öfi, 13. Boah, scheiß mal. Wenn ich den ganzen Container mache, haben wir nur mal 100. Weg ist. Das waren jetzt dann 200. 220 Kupons. Da waren das jetzt Punkte. Wir haben jetzt da, wenn wir die komische Kugel eingeschmissen haben, haben wir 10,7 gehabt bei 50, nicht ganz. 48. Ja. Und jetzt haben wir 582 Millionen bei 200 Raketen. Ja. So, jetzt nochmal, wieso kann ich eigentlich dein Ding nicht bauen? Nicht da. Spezial? Nicht da. Oh, mein Ding. Und der Produktion ist ja nicht drin. Logistik. Nö, Organisation. Nö. Nö. Warte mal, haben wir den jetzt einen leichten Ausrüster? Vielleicht sollten wir den noch drin bauen. Was ist jetzt? Da ist er! Katerium bauen. Okay. Bakterien bauen. Ah, gehen wir gleich ganz runter. Ja, zeig mir eine scheiß Dinger da mit dir. So. Na? Na? Ach so, jetzt. Den muss man ja da rein tun, gell? Ja, geil. Stell die Flügel aus. Jetzt kein Grund aus. Gut, dass du oben drauf praktisch die Musikbox aufstellen. Und ein Museum. Oh.
Flint ist praktisch wieder Treibstoff. Da müsste er jetzt dann. Aber wieder im Ding drin. Ja, gut. Dann bauen wir da ein kleines Kistelein. Oh, goldene Tasse. Da schmeckt der Kaffee gleich viel besser. Ja, theoretisch sind wir fertig. Wir werden aber jetzt trotzdem noch weiter ausbauen, weil es einfach cool ausschaut, wenn es ausgebaut ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und Ausdauer für die Phase 5. Tschüss euch!